Schwarzer Johannisbeerenteig und Sahne für den Frischkäseteig. Mehl minus 250 Gramm Backpulver, 1,5 Teelöffel Butter minus 75 Gramm Vollfett Frischkäse minus 75 Gramm Ei, verquirltes Ei zum Bestreichen für die Füllung. Schwarzer Johannisbeeren minus 225 Gramm feiner Zucker, 3 Esslöffel. Plus etwas zusätzlich zum Bestreuen zum Servieren, Creme Double Mehl, Backpulver und eine gute Prise Salz in einer großen Schüssel mischen, dann die fein gewürfelte Butter und den Frischkäse zugeben und alle Zutaten mit den Fingerspitzen verkneten, bis sie aussehen wie grobe, frische Semmelbrösel. Das Ei leicht schaumig schlagen und unter die Mischung ziehen, den Teig mit den Händen verkneten und zu einer Kugel formen. In Pergamentpapier oder Frischhaltefolie wickeln und 20 Minuten kalt stellen. Den Backofen auf 200 vorheizen. Die schwarzen Johannisbeeren mit dem Zucker vermischen. Den Teig in 6 Stücke teilen und jedes zu einer dünnen Scheibe von ungefähr 6 cm Durchmesser ausrollen. Eine Teigscheibe auf ein Backblech legen und 1/6 der Johannisbeerzuckerfüllung in die Mitte setzen. Den Teigrand mit verquirltem Ei bestreichen, dann die Kanten zur Mitte ziehen und fest zudrücken. Das Brötchen wenden, zu einem ordentlichen Ball drücken und mit verquirltem Ei bestreichen. Oben 3 kleine Schlitze hineinschneiden, mit feinem Zucker bestäuben, mit dem Rest von Teig und Füllung wiederholen. 25 Minuten backen oder so lange, bis die Brötchen goldbraun sind. Warm, nicht kalt, mit Krone Double servieren. Ergibt 6 Stück.